neuer Tag im Mund noch. Die Oma ist gerade dabei und schaut sich das Begräbnis von der Queen an. Und wie ist es? Sehr schön. Gut organisiert. Alles perfekt und traurig. Was ich erinnern kann, wir haben auch bei der Queen mal ein Piece in der zweiten M&M Collection dabei gehabt. Also die Queen fand ich immer schon. Sehr schön. Nachdem ich jetzt die letzten Wochen nur für M&M gearbeitet habe, ist einfach alles andere liegen geblieben. Steuergeschichten, mit Anwalt telefonieren, Rechnungen bezahlen. Ich habe da jetzt auch wieder 1, 2, 3, 4 Strafzettel bekommen. Schmeiß weg den Scheiß, gleich die Hure können mich am Arsch lecken. Schauen wir gleich mal rein, das ist der erste. Chillig, Androhung der Exekution. 125 Euro, 80 Euro, 55 Euro. Und das noch Strafverfügung, 29.06. Da ist der Manfred schon wieder gefahren. 60. Mal 340 Euro Strafen muss ich jetzt schon wieder zahlen. Weil die zocken da alles ab. Schurke! Hat extra zum Anlass, weil heute Begräbnis von der Oma, also von der Queen ist. Hat sie Folgendes gemacht: Apple Cake von Oma. Geil. Ich hoffe, die Queen stirbt öfter. Unbedingt. Danke. Spaghetti kochen mit Oma. Die Oma kriegt eine einfache Aufgabe: Zwiebel schneiden, das kommt dabei raus. Also, du bist ja verrückt, der ist brennt bis zum Gehtnicht. War das so schwierig? Der brennt so in den Augen. Ja, wie tust du denn sonst, wenn du Zwiebeln nimmst? Die Augen schließen. Ich hab's eh schon geschlossen. Ja, drum schaut's auch so aus. Ich hab gesagt, du sollst es in kleine Stücke schneiden. Sind das kleine Stücke? Ja, wenn du das kochst und dann isst, dann ist alles im Magen. Entschuldigung. Ich warte eine Stunde auf mein Essen und jetzt bringen sie mir's und das ist vollkommen kalt. Und weiter? Wenn du das kochst und dann isst, dann ist alles im Magen. So schaut das jetzt aus, weil so viele gefragt haben, ob ich bitte mein Spaghetti-Rezept verraten könnte. Gibt's heute die Spaghetti von mir? Aber nicht das Rezept, sondern einfach nur die Spaghetti. Ich werde mein Geheimrezept doch nicht verraten, weil sonst gebe ich an meine Kinder weiter. Das weiß jetzt die Oma. Du hast das eh schon wieder vergessen. Ja. Fleißige Assistentin, fang mal an. Los geht's. Hände waschen. Und so schnell ist die Soße fertig. Wir warten, bis die Nudeln al dente sind. Was heißt al dente? Fertig. Zum Zahnarzt. Richtig. Sicher. Und dann ist es wieder mal serviert. Pearl Center. Mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit irgendwie schlechte Nachrichten am Handy lesen habe. Und jetzt haben wir noch, ich schau da mal ganz kurz rein und jetzt beraten die sich da hinten. Oh, schau mal, wie schlecht das sieht. Ich brauche ein Brühen. Bitte, muss ich mal ganz kurz mitbringen. Nein. Sieg ist so schlecht. Rechts ist gar nichts. Aber links bist du bei Fahrrad-Beauty. Ja, das ist immer schon. Ja. Nie ein Brühen? Nein. Du warst nur drin, Mann. Okay. Ah ja, das ist fest. Der wird den gleich nehmen. Ja, kannst gleich mitnehmen. Super. Ich mag den. Die Oma hat mir vom Golfen erzählt, dass sie so traurig ist, dass sie ihre Golfbälle verschießt und sie möchte sich dieses Weihnachten unbedingt neue Golfbälle wünschen. Und jetzt? Grüß Gott, hallo. Dankeschön. Oma, ich hab da was für dich. Was ist denn? Schau mal nach. Wer ist, gell? Ja, ein Geschenk. Ja. Aha. Zum Anziehen ist es gut. Nein. Oh, ultra gute Bälle. Von Wilson. Oh, Wahnsinn, wie viel Backen? 3. Das hast genug zum Verschießen. Das sind 5. Na, da schreibe ich, da gebe ich dein Zeichen drauf. Das M&M-Zeichen? Ja, ich suche ja die Bälle so. Ich darf nur 15 Minuten suchen. Und die suchst immer? Ja. Wenn sie ins Wasser kommt, muss ich mich so ärgern. Und jetzt hast du wie viele? 1, 2, 3. 3 mal 10 ist 30 und 3 mal 5 ist 15. 45 Bälle. Ja, da komme ich. Lange aus. Danke. Gerne, hast du Freude? Ja, das ist mein schönstes Geschenk. Sehr gespart habe ich. Lieber kurze Schläge gemacht, dass ich noch sehen kann, den Ball. Na, jetzt kannst du drauf schießen, jetzt hast du genug. Schieß ich mal toll drauf. Freut mich. Ja, sind die gut? Sehr gut. Nicht. Mache lieber nicht wieder. Hallo Mama, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, was geht ab? Herzlich willkommen zum weiteren Vlog hier auf MacTubillion. Alter, zu einem weiteren Tag im wunderschönen Wien und mir geht's jetzt schon am Arsch. Ich will schon wieder zurück nach Gmunden. In Gmunden ist einfach chilliger. Da kann ich auch besser arbeiten, weil da mehr Fenster sind. Ich fühle mich wohler. Mein Tagesablauf ist irgendwie eben anders und glücklicher. Ich gehe ins Gym mit Paar und danach gehen wir schwimmen im See und dann ist die Oma und die kocht mal und ich bin nicht alleine im Büro und ich stehe auf und es ist wer da und das habe ich da alles nicht, das geht mir auf die Nerven. Zusätzlich kommt, dass mein Körper absolut lädiert ist, Freunde. Zum einen kämpfe ich seit letzter Woche mit den Genickschmerzen meines Lebens. Es ist so schlimm. Futter. Durchgehend der stechende Schmerz im Knack. Deswegen werde ich auch direkt jetzt gleich zur Thai-Massage gehen und mal ordentlich einen runterrauchen lassen. Nein. Der Gordemax.
Haha. Und zum anderen ist mein Finger im Arsch. Ja? Wir haben es irgendwie lustig gefunden, auf dieser Weißwurst-Party einen Stoßkreis zu machen. Irgendeiner hat es aber nicht so lustig gefunden und hat sich in der Ranglerei bei meinen... Hat er mir den Finger umgebogen? Weiß ich nicht, aber die Kapsel ist ruiniert. Deswegen ist der blau und angeschwollen. War gestern so im Rückentraining mit Kabel zu. Ihr könnt sich vorstellen, dass das nicht unbedingt förderlich für die Regeneration dieses Fingers war. Futter. Finger im Po, Mexiko. Aber vorher muss ich in die Massage. Ich hoffe, dass das danach besser ist. Ich halte es nicht aus. Finde ich persönlich ziemlich... Futter. Ja, deswegen gehen wir da zur Thai-Massage. Macht eine Ganzkörpermassage. Mal schauen, wie weit das Ganze eskalieren wird. Ich halte euch auf alle Fälle am Laufenden, vermutlich nicht über alle. Oh ja, ich werde euch alles erzählen. Deswegen, Freunde, anziehen und dann einen kurzen Switch auf die Handycam, weil ich mir vorstellen kann, dass sie nicht sonderlich begeistert sind, wenn ich da mit so einer fetten Kamera in ihren, nennen wir es mal, Massage-Salon reinkomme. Aua, ich kann nicht mal nach hinten schauen. Nur um da jetzt keinen falschen Eindruck zu vermitteln. Ich fahre da jetzt nicht hin, um mir einen runterjodeln zu lassen. Yeah! Ich weiß nur, dass das einem unter anderem dort auch angeboten wird. So, let's go. Hallo, grüß Gott. Check gern eine Ganzkörpermassage. Wie lange? Eine halbe Stunde. Mein Körper besser 1 Stunde 9 und 40. Eine Stunde, wie bitte? 9 und 40. Okay, halbe Stunde hätte ich aber gern. 32. Ja, passt. Okay, okay. Aber soll ich noch wachgehen? Ja, passt. Okay, Augen zu hier. Ja. Komm hier, Augen zu hier. Augen zu, Schuhe aus. Okay, da hinein, gell? Okay, danke schön. Okay. Jawohl. Perfekt, danke. Danke. Oh. Machen wir vielleicht einmal die essentiellen Fragen zuerst. Also meinem Knick geht schon viel besser. Vielen lieben Dank der Nachfrage. Was andere betrifft, es wurde mir wieder mal angeboten, aber ich habe... Ach scheiß drauf, ich sag's zuerst mal. Ich hab's ausprobiert. Ich bin Single, ich bin ein junger Mann, ich kann das schon mal machen. Ja, scheiß drauf, jetzt machst du das mal. Ja, es war ein bisschen weird. Es war ein bisschen sehr weird. Aber ich habe dann einfach die Augen zugemacht. Und mal was anderes vorgestellt und dann ging es irgendwann. Weil, Alter, mir graust selber ein bisschen gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin nämlich nicht so der Typ, der sexuelle Dienstleistungen entgegennimmt im Normalfall. Dadurch, dass ich nichts machen muss und in keinen wirklichen zwischenmenschlichen Kontakt mit der Professionellen treten muss, ging es halbwegs. Brauche ich jetzt nicht noch einmal. 40 Euro hat es gekostet. 50 Euro, wenn sie sich Schwert dabei auszieht. Aber diese 10 Euro hätte ich mir echt sparen können, sage ich ganz ehrlich. Massage hat weniger gekostet. Die hat nur 32 gekostet. Ja, Prädikat nicht unbedingt, keine Ahnung. Beim Knack geht es nicht viel besser, to be honest. Habe ich gerade gemerkt, es tut immer noch weh. Also es war ein bisschen unnötig. Ich hoffe, den Vlog sieht keiner aus meiner Familie. Und meine Oberschenkel picken ekelhaft aneinander. So Leute, den Enkel der heutigen Massage ordentlich rausschwitzen mit einer guten Cardio. Einer hat elegant durchgezogen, jetzt heißt schnell duschen und umziehen. Und dann sind wir auch schon beim Wische. Grüß euch, hallo. Geht's, geht's da schon einmal? Oh, jetzt hat er den Muster verbaut. So wie ich es gesagt habe. Und? Der steht da, oder? Ich weiß nicht, ich finde es nicht schlecht. Also bis jetzt habe ich nur positiv. Boah, du sprichst aber schon sehr gut Deutsch. Wie lange bist du denn schon da? Wo möchtest du hinsetzen? Alles frei. Dankeschön. Ein Wasser reicht mir vollkommen aus. Ein Wasser? Ja. Okay. Na, sehr, Freunde. Heute machen wir kurz, Seite lang. Heute machen wir vorne Business, hinten Party, oder? Eckert! Was ist los? Ist einer mit dem Auto angefahren, oder? Und das vorm Urlaub. Ja, mein Spiegel ist hinten. Ist einer. Ja, boah. Super nervig. Hat er irgendwas hingelegt? Nix, gar nichts, hat sich geschlichen. Ich habe seinen Spiegel gefunden, der hat meiner mitgenommen, der Trottel. Michelle ist mittlerweile einer der treuesten MEM-Kunden. Und du warst begeistert, immer, oder wie? Immer schon gewesen, komplett begeistert gewesen. Was sagst du zu der neuen Matten? Mega geil. Wir müssen halt gar nichts mehr schneiden, wir waren nur Haare waschen jetzt auch. Made it, Leute. Das ist die Friesen. Richtig gut gemacht, Michelle, wieder mal. Michelle, zeig mal von hinten. Oh, merci beaucoup, chérie. Guck dir das mal an. Michelle, Ehrenmann. Wenn es einen guten Haarschnitt braucht. Daumen hinauf für diesen Haarschnitt. Let's go. Okay. Oh, ist wieder fesch. Danke dir. Gut, schaut aus. Ich bräuchte auch noch einen Haarschnitt. Ich fliege am Morgen. Überhaupt die Konturen können wir mal machen. Soll ich dir das schnell machen? Komm, dann habe ich Content. Dann schaust du aus. Der fährt schon wieder nach Mykonos und dann schaut er aus wie ein Arschloch. Und rasiert diese Ade auf. Outfit of the Day ist am Start, Bruder. Mit Manche. Dazu passen die Louis Vuitton Sneakers mit dem schönen neongelben Band in der Kombi kann man machen. Sie, ich feiere diesen Style richtig. Die wird sich fragen, Axel, was hast du denn davor? Ja, es ist zwar Mittwoch, eigentlich ein Wochentag, aber wir sind selbstständig, wir können uns aussuchen. Deswegen machen wir uns am Weg zum Joffrey und zum Party Bernard, den haben wir schon lange nicht mehr im Blog gesehen. Und wir gehen ins VIP. Ja. Ben, wir treffen vielleicht heute, machen wir es spannend. Es steht eh im Thumbnail, wenn ich ihn drauf mache. 50 Cent in the building. Yeah. Mir fällt jetzt keine Textzeile an. Get rich or die try. Genau.
Ja, den treffen wir heute, eventuell. Deswegen 3, 2, 1, wir sind schon am Rollerweg zum Vorglühen, ja! Geil, Leute, einfach 100 Mal schneller, als ich das mit dem Taxi jemals sein könnte. Danke, Roller! Ja, was geht? Ja, Alter. Mirabal rennt, Billard läuft und ihn mache ich schon in der zweiten Runde komplett fertig. Sag Rap, wenn es so ist. Rap. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man schon in der zweiten Runde so zerstört wird? Ich habe das erste Spiel gewonnen. So ein Blödsinn. Mach mich jetzt nicht wütend. Schwör auf dein Geschäft oder du hast Unglück, dass du die erste Runde gewonnen hast. Geläutert, ich muss. Schlecht! Super! So, Leute, jetzt zeige ich euch, wie das Spiel funktioniert. Ha! Fuck! Er fragt mich gerade, was machst du beruflich? Ich sage, ja, ich habe eine Modemarke. Das ist die Firma und er sagt auf einmal, das ist nix. Kurz. Ich habe ein Leiber von dir. Geil! Wie kommst du dazu? Wo ist das gekauft? Heidnitz? Ja, voll, dort habe ich das gekauft. Unbedingt. Okay. Ist das der Party-Penner? Okay. Wir sind angekommen, wir stehen jetzt da hinten beim Hintereingang, weil hinten ist der Hintereingang. Hinten ist der Hintereingang. Wo ist eigentlich der Hintereingang? Hinten. Ah. Super. So, nachdem der Nico in letzter Zeit ziemlich starke Regelschmerzen gehabt hat, hat er jetzt diese Übung entdeckt und seitdem wie ausgelöscht. Super, gell? Jawohl. Kontrahieren. Wichtig ist, dass du das ein bisschen im oberen Gebärmutterhalt spürst, gell? Boah, wegen der Meldung haben die Feministinnen wieder zugeschlagen auf Instagram, das könnt ihr euch vorstellen. Freunde, das war's von diesem Vlog mit einem super spannenden Endergebnis mit 50 Cent, also crazy, was da abgegangen ist. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like da, der nächste Vlog kommt von der Wiesn aus dem Oktoberfest herausgedreht, herausgenommen aus dem wahren Leben, ähnlich wie dieser Vlog. Ja, ziemlich nah am wahren Leben. Ich habe echt überlegt, ob ich das reinschneide oder nicht, aber ja. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal, seid ihr beim Billionaires Club, schickt das Video gern, diesmal nicht so gern an eure Freunde weiter, aber ansonsten schon. Und in diesem Sinne, Freunde, das war's von mir. Der Rie